Ich heiße Sie wieder einmal herzlich willkommen im Seminar Semantik in der Germanistik der Heinrich-Heine-Universität. Das Thema der heutigen Sitzung wird die Satzsemantik sein. Und das hier ist die Literaturgrundlage des heutigen Blogs. Die Hinführung zum Thema kann heute kürzer ausfallen, denn tatsächlich waren schon die beiden vorangegangenen Blöcke zur Prädikation und zur Logik Hinführungen zur Satzsemantik. Eine wichtige Information möchte ich aber vorausschicken. Die Theorien der Satzbedeutung sind hochgradig abhängig von den Theorien des Satzes, die zugrunde gelegt werden. Daher beschränke ich mich bei der heutigen Sitzung darauf, ein paar prinzipielle Grundideen zu präsentieren. Wir waren in den letzten beiden Sitzungen bei einem Zeichendreieck angelangt, in dessen unterer linken Ecke wir zusammengesetzte Ausdrücke stehen hatten, also Sätze oder Äußerungen, und deren Bedeutung wir in Form von Prädikationen gefasst hatten. Diese Prädikationen hatten sich wiederum entweder als zutreffend oder unzutreffend in Bezug auf eine Referenzsituation erwiesen. Im Zutreffensfall wäre der Satz dann wahr, im Falle des Nichtzutreffens falsch. Die Prädikation kommt dabei nur zustande, wenn es eine konkrete Referenzsituation gibt, wenn es also eine Äußerungssituation gibt, in der sich jemand tatsächlich auf etwas bezieht. Schauen wir jetzt zunächst mal wieder auf die Spitze des Dreiecks, also den Inhalt, die Bedeutung, den Begriff, das Konzept, das mit einem einzelnen Ausdruck assoziiert ist. Lassen Sie uns annehmen, dass die Bedeutung von Ausdrücken mentale Konzepte sind, also die Elemente unseres Wissens, die durch den Ausdruck aktiviert werden. Wir können dann sagen, dass wir Ausdrucksbedeutungen von Lexemen, von Wörtern als Einheiten in unserem Gedächtnis auffassen können. Man spricht dabei auch von einem mentalen Lexikon. Im mentalen Lexikon ist spezifiziert, was Essen oder Aas, was Rot und was Gabel bedeutet und so weiter. In den letzten beiden Sitzungen hatten wir es aber nicht mehr mit lexikalischen Bedeutungen zu tun, sondern mit den Prädikationen, die mit ganzen Sätzen getätigt werden. Die Proposition ist das, was durch einen Satz prädiziert wird. Nehmen wir jetzt analog zu den lexikalischen Bedeutungen in unserem mentalen Lexikon an, auch die Bedeutungen von Sätzen seien mentale Konzepte. Dann bekommt unser Gedächtnis ein Problem, denn wenn wir annehmen, dass Satzbedeutungen auch aus dem Gedächtnis abgerufen werden können, dann wird es schwierig. Das Problem besteht nämlich darin, dass wir schon relativ früh im Spracherwerb in der Lage sind, Sätze zu verstehen, die wir vorher noch nie gehört haben. Und als Erwachsene können wir ständig neue Sätze hören und wir äußern auch ständig neue Sätze. Und die Sätze, die Sie jetzt gerade hören, sind wahrscheinlich für Sie auch neu. Die Bedeutungen der meisten Sätze können deshalb gar nicht Teil unseres Gedächtnisses sein. Und wenn wir nicht annehmen möchten, dass Satzbedeutungen auf irgendeine zauberhafte Weise in unseren Gedächtnissen vorinstalliert sind, dann müssen wir stattdessen davon ausgehen, dass wir sie anders als die Ausdrucksbedeutungen von Wörtern beim Satzverstehen erst ermitteln. Die zweite Herausforderung besteht dann darin, die mental repräsentierte Proposition so auf eine Referenzsituation zu beziehen, dass wir beurteilen können, ob ein Satz wahr oder falsch ist. Und damit kommen wir zu einer zentralen Annahme der Satzsemantik, der Bedeutungskomposition und dem Kompositionalitätsprinzip. Wie kann diese Ermittlung des Ereigniskonzepts der Proposition auf Basis eines Satzes aussehen und was ist dabei die Herausforderung? Schauen wir zuerst noch einmal in die Proposition hinein. Die Prädikationen besagen unter anderem, dass die Argumentleerstellen des Prädikats es mit von einem Agens, einem Thema und einem Instrument besetzt werden müssen und dass sie durch die Argumente Klaus bzw. den Salat bzw. die Gabel besetzt werden.
Außerdem ist das Prädikat rot auf das Argument Gabel anzuwenden. Bis hierhin haben wir einfach vorausgesetzt, dass wir diese Proposition sozusagen aus der Äußerung herauslesen. Aber dass uns das gelingt, ist keineswegs selbstverständlich. In der Äußerung sind die Inhaltswörter, die ja oben in der Proposition als Prädikate und Argumente wieder auftauchen, gelb gefärbt. Wenn es jetzt beim Herauslesen der Bedeutung aus einem Satz bloß darum ginge, die Bedeutung der Inhaltswörter zu komponieren, hielte uns auch nichts davon ab, ganz andere Bedeutungen als die zu komponieren, die hier als Proposition stehen. Warum beziehen wir Roten zum Beispiel nicht auf Klaus und warum ist der Salat nicht das Agens? Warum ist das Ereignis eins des Essens und nicht eins des Klausens? Klar, ja, geradezu trivial ist, dass die Bedeutungen der einzelnen Ausdrücke als Teile der Proposition erscheinen. Wir sehen aber auch, dass die Komposition der Gesamtbedeutung nicht allein auf den Bedeutungen der einzelnen Ausdrücke beruht. Es sind die Funktionswörter und die grammatischen Informationen im Satz wie Kasus- und Konkurrenzmorpheme sowie Abfolgeregularitäten, die uns anzeigen, wie die Einzelbedeutungen zu komponieren sind. Diese Informationen schließen bestimmte Bedeutungskompositionen aus und lassen im besten Fall nur eine einzige mögliche übrig. Genau das hat Gottlob Frege als Prinzip einer ganz prominenten Semantikauffassung formuliert und das Prinzip ist heute als Kompositionalitätsprinzip oder Frege-Prinzip bekannt. Danach lässt sich die Bedeutung eines zusammengesetzten Ausdrucks aus der Bedeutung seiner Teile und der Art ihrer syntaktischen Verknüpfung ermitteln. So klar hat Frege das zwar nie gesagt, zumindest ist es nicht überliefert, aber gemeint hat er es so. Das geht aus seinen Schriften hervor. Danach lässt sich nun auch die Aufgabe der Satzsemantik präziser bestimmen. Sie besteht nämlich darin, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem man aus den Bedeutungen der Einzelausdrücke und ihrer grammatischen Verknüpfung die Bedeutung des zusammengesetzten Ausdrucks berechnen kann. Und hier kommt die schon angekündigte Theorieabhängigkeit ins Spiel. Damit, wie man die grammatische, darunter die syntaktische Struktur eines Satzes beschreibt, ändert sich natürlich auch, wie die grammatischen und syntaktischen Informationen gefasst werden, auf deren Basis die Bedeutung des zusammengesetzten Ausdrucks berechnet werden soll. Oder kurz, die Theorie der Satzsemantik hängt von der Theorie des Satzes ab. Wir werden das hier nicht weiter verfolgen, aber das sollten Sie immer im Hinterkopf behalten. Bevor wir uns gleich anschauen, wie eine solche Bedeutungsberechnung, die Bedeutungskomposition, aussieht, wenden wir uns noch der Wahrheitsfunktionalität der Bedeutung zu, denn sie hängt ebenfalls mit dem Frege-Prinzip zusammen. Dafür wenden wir unsere Aufmerksamkeit nun der rechten unteren Ecke des Zeichendreiecks zu, der möglichen Referenzsituation einer Äußerung. Nehmen wir als Beispiel wieder den Satz »Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel«. Woran erkennen wir, ob jemand die Bedeutung dieses Satzes kennt? Nach der wahrheitsfunktionalen Bedeutungsauffassung kennt eine Person dann die Bedeutung eines Satzes, wenn sie in einer bestimmten Situation beurteilen kann, ob der Satz in ihr wahr ist, das heißt, ob er die Situation richtig beschreibt. Unser Satz hier wäre dann wahr, wenn es in der betreffenden Situation ein Individuum namens Klaus gäbe und dieses Individuum wäre in einem Ereignis des Essens involviert, als Agens und dass es auch noch einen Salat und eine rote Gabel gäbe, die als Gegessenes und Instrument fungieren. Träfe ein Kriterium davon nicht zu, wäre der Satz falsch. Um das beurteilen zu können, muss man natürlich wissen, welches Individuum Klaus heißt, was Essen ist, was ein Salat ist, was eine Gabel ist, was eine rote Gabel ist und so weiter. Anders gesagt, müssen wir, wenn wir die Bedeutung eines Satzes kennen, angeben können, wie die Welt oder ein Ausschnitt der Welt aussehen muss, damit der Satz wahr ist.
Besonders konsequent und eindrücklich hat das Ludwig Wittgenstein in seinem Tractatus Logico-Philosophicus formuliert. Dort heißt es zum wahrheitsfunktionalen Aspekt der Bedeutung: Einen Satz verstehen heißt wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Beachten Sie, dass das nicht bedeutet, dass man nur Sätze versteht, die wahr sind. Das heißt bloß, dass wir wissen müssen, wie die Welt aussähe, falls der Satz wahr wäre. Und etwas weniger voraussetzungsreich könnte man das auch so ausdrücken: Die Bedeutung eines Satzes kennen heißt, die Bedingungen für die Wahrheit bzw. Falschheit dieses Satzes zu kennen. Sätze sind also nicht von sich aus wahr oder falsch, sondern in Abhängigkeit von den möglichen Situationen, in denen sie und über die sie geäußert werden. Das haben Sie bereits als Kontingenz kennengelernt. Sofern wir die Bedeutung eines kontingenten Satzes kennen, können wir für eine bestimmte Situation S beurteilen, ob er in S wahr ist. Situationen sind dabei so etwas wie kleine Ausschnitte der Welt, über die gesprochen wird. Das muss keine aktuelle, nicht einmal eine reale Situation sein. Und wir haben hier zwei solcher Weltausschnitte, die jetzt der Illustrationshalber sehr einfach und auch sehr klein sind. In Situation 1 links gibt es vier Individuen: Klaus, Gabi, Peter und Oskar. Diese Individuen sind solche, die Sie in der Prädikationssitzung schon als Individuenkonstanten kennengelernt haben. Individuum heißt hier im Wesentlichen, dass es sich jeweils um etwas Bestimmtes und um Einheiten handelt und nicht um unbestimmte Vielheiten. In Situation 1 links sind Klaus und Gabi Individuen, die den Salat mit einer roten Gabel essen. Peter und Oskar hingegen sind Individuen, die den Salat nicht mit einer roten Gabel essen. In Situation 2 nebenan ist die Menge der Individuen, die den Salat mit einer roten Gabel essen, leer. Alle vier Individuen essen anders oder gar nicht. In S1 ist der Satz "Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel" wahr. In dieser Situation wären auch andere Sätze wahr, zum Beispiel "Klaus und Gabi essen Salat". In Situation 2 ist der Satz "Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel" dagegen falsch. Um die Zusammenhänge zwischen Sätzen und unseren Modellsituationen, man spricht auch von möglichen Welten, ein wenig zu verdeutlichen, setze ich die Situationen von eben hier in die Zeichendreiecke ein. Wir denken uns jetzt konkrete Situationen wie S1 und S2 wieder weg und verstehen rechts unten die Referenzsituation wieder allgemein. Dann können wir sagen, dass die Bedeutung von "Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel" die Menge aller Situationen S ist, für die gilt, dass Klaus in S den Salat mit einer roten Gabel aß. Und wenn wir auch endlich mal von Klaus abstrahieren, kann man im Sinne dieser Semantikkonzeption sagen: Die Bedeutung eines Satzes X ist die Menge aller Situationen S, die X wahr machen. Wenn Sie sich ein bisschen für Philosophie und Erkenntnistheorie interessieren, erkennen Sie hier eine bestimmte Position, nämlich eine realistische, und außerdem eine Adäquationstheorie der Wahrheit. Das heißt Folgendes: Hinter dieser Semantikkonzeption steht die Annahme, dass die Welt und damit auch die Situationen in der Welt, Weltausschnitte, auf eine bestimmte Weise beschaffen sind, und zwar unabhängig davon, wer sie wie erfährt. Und die Sprache bildet die Welt in der Struktur, die sie nun einmal hat, einfach ab. Sätze sind also wahr, insofern sie die Welt abbilden. Gegen diese ontologischen und sprachphilosophischen Positionen lassen sich gewichtige Argumente ins Feld führen. Wir müssen das hier ausklammern, weil es sehr weit in die Philosophie und Wissenschaftstheorie hineinführt. Die Botschaft an Sie ist: Das hier ist eine sehr einflussreiche semantische Position, sie geht aber mit einer streitbaren philosophischen Position einher und ist nicht ohne Alternativen. Zurück zu Klaus. Wir haben etwas über das Kompositionalitätsprinzip und die wahrheitsfunktionale Auffassung der Bedeutung erfahren. Wie die Bedeutungskomposition jetzt aber geschieht, wissen wir noch nicht. Dieser Frage nähern wir uns jetzt.
Wir vereinfachen unseren Beispielsatz für das Weitere in Klaus aß den Salat. Für die Bedeutungskomposition verwendet man eine bestimmte Notationsweise. Sie müssen diese Notation nicht selbst beherrschen, Sie sollen sie aber lesen können. Die ineinander geschobenen eckigen Doppelklammern liest man so: Die Bedeutung von Klaus aß den Salat. Diese Klausel hier in den geschweiften Klammern liest man als: Die Menge aller Situationen, für die gilt, dass Klaus den Salat aß. Zusammengenommen, die Bedeutung von Klaus aß den Salat ist die Menge aller Situationen, für die gilt, dass Klaus den Salat aß. So, und jetzt machen wir uns daran, die Bedeutung eines zusammengesetzten Ausdrucks aus den Bedeutungen seiner Einzelausdrücke und ihrer grammatischen Verknüpfung zu berechnen. In der Referenzsituation, über die wir sprechen, soll das Nomen Klaus auf Klaus referieren, die NP den Salat soll auf den Salat referieren und das Verb aß soll bedeuten, dass für alle Argumentpaare xy gilt, dass xy in s aß. Ich habe schon gesagt, die kompositionelle Bedeutungsberechnung hängt von der Syntaxtheorie ab. Wir nehmen hier eine vereinfachte X-Bar-Syntax an. Die syntaktische Struktur von Klaus, den Salat aß, soll eine VP sein, die aus N und V' gebildet ist. Wobei N mit dem Ausdruck Klaus lexikalisiert ist, V' ist wiederum gebildet aus einer NP und einem Verb, die beide durch den Salat bzw. aß realisiert sind. Die Komposition der Bedeutung erfolgt nun parallel oder homomorph, gleichförmig, zur syntaktischen Struktur. Den syntaktischen Bildungsregeln entsprechen die semantischen Kompositionsregeln. Wenn also V' syntaktisch aus NP und V gebildet ist, dann komponieren wir zunächst die Bedeutung von V', indem wir die Bedeutung von NP und V kombinieren. Und dabei verfahren wir automatisch so, dass wir die Bedeutung eines komplexeren Ausdrucks aus den Bedeutungen einfacherer Ausdrücke komponieren. Wir beginnen also damit, die zweite Argumentvariable y in der Prädikatenstruktur von aß mit der Bedeutung des syntaktischen Objekts, den Salat, zu besetzen. Das geschieht hier in der ersten Zeile. Was dabei geschieht, ist, dass aus dem zweistelligen Prädikat s ein einstelliges Prädikat s den Salat geworden ist, dem syntaktisch v' entspricht. Und jetzt ersetzen wir die eine verbliebene Argumentvariable x des neuen Prädikats s den Salat durch die Bedeutung des Subjektsausdrucks Klaus. Das geschieht wie eben hier in der ersten Zeile. Jetzt resultiert in der zweiten Zeile die Bedeutung von Klaus aß den Salat in unserer Situation, und zwar derart, dass für Klaus und den Salat gilt, dass Klaus den Salat in S aß. Bei dieser Kombination der Bedeutung von N mit der Bedeutung von V' gilt, dass der Satz wahr ist, wenn gilt, dass Klaus ein Element all jener Individuen X ist, für die gilt, dass sie den Salat in S aßen. Ja, damit konnte ich hoffentlich zumindest andeuten, wie die Bedeutungskomposition nach dem Kompositionalitätsprinzip und aus wahrheitsfunktionaler Sicht erfolgt, nämlich parallel oder eben homomorph zum Aufbau der syntaktischen Struktur, und zwar immer von den kleineren zu den größeren Einheiten.
Hier habe ich noch einmal die wichtigsten Annahmen der wahrheitsfunktionalen Satzsemantik auf einer Merkfolie zusammengeführt. Und damit sind wir für heute auch schon am Schluss. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.